schauen wir uns an, sind Streamer dumm? Ich bin Knossi. Mein Sofa gehört mit dir. Geil. Geil, geil, geil. Geiler Typ. Geil. Oh ja, ich mach. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Knossi auf Mallorca mit Freundin und Adam. Hallo, Mallorca. Wird ein ruhiger Stream. Sag's euch, wie es ist. I doubt it. Sau, Cap. Okay, unangenehm. Krone auf dem Kopf. Ey, schieb mich auf meinen Kopf oder so. Sein Kopf geascht. Asch nicht auf meinen Kopf, schreit er. Leg dich ab! Oh, die Frau hat Durchfall, ey. Duh. Sie hat vorgestern Durchfall. Wir müssen zur Apotheke. Patienten mit dem. Das ist doch auch voll. Also, Bruder. Ist doch eigentlich voll unangenehm. So, er haut das einfach raus, sie hat Dünnpfiff gehabt. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Information, die ich mit jedem teilen würde. Rom leiden unter schweren Verstopfungen oder Durchfall. Auf dem Gang, zwei Frauen. Oh, Freundin dabei, die Frauen, Tür auf. Komm doch noch ein bisschen zu uns. Und, was habe ich gemacht? Okay, du schaffst wirklich, dass ich jetzt wieder anfange? An allen Mädels, die hier zugucken. Wir stehen im Gang, das muss ich vorstellen. Die zwei Mädels, okay, sollen sie sagen. Dann sagt er, sorry, ich kann leider nicht. Was für sorry, du kannst leider nicht. Was heißt... Kannst du nicht sagen, Digga. Was hätte ich gesagt? Ich hätte gesagt, nee, Mädels, das geht nicht, ich bin vergeben. Müsst ihr euch jemand anderen suchen. Ich weiß doch, Digga, das war auch so lustig, habe ich schon mal erzählt. Als ich im Paar mit ein paar Kollegen, Namen nennen wir natürlich nicht, ich habe Automat gespielt, die Jungs haben sich ein bisschen gegönnt. Und ich habe am Automaten richtig dick gewonnen, 800, 900 Euro. Und eine Prostituierte sitzt so, das war so ein riesen Barbereich. Und hinter mir saßen so 3-4 Mädels, die auf Kunden gewartet haben. Und die eine saß nur in der Unterhose. Und mit Oberkörper frei. Und dann guckt sie so, wie ich Automat spiele. Und dann sage ich so zu der Chefin von dem Bordell, sage ich so, hier, ich habe dich gewonnen, mach schon mal das Geld bereit. Dann guckt die Frau so, die da gearbeitet hat, und sagt, das war, ich weiß nicht, Osteuropäerin oder so. Dann sitzt sie da so mit frei, nur Höschen an, dann macht sie so, und guckt mich so an und sagt so, aber sie sitzt auch auf diesen Schuhen, dann macht sie so, so zu mir und sagt, steck ein Geld hier rein. Und ich sag so, nee, lieber. Voila, genau so habe ich es gesagt. Das war so eine lustige Situation. Sorry, nein, du kannst nicht. Oh nein. Guck mal da, Digga. Jens liebt dunkle Frauen. Ey, die erzählt Quatsch. Es ist halt immer auch schwierig für eine Partnerin, wenn man so viele oder auch weibliche Fans hat, die einem immer schöne Augen machen wollen. Ich glaube, da muss man in die Situation hineinwachsen. Für mich wäre es auf jeden Fall nichts, wenn eine Frau eifersüchtig wäre, nur weil ich mit weiblichen Fans, also nicht, dass das seine Freundin jetzt macht, aber wenn die da Probleme macht, das, Brudi. Nico, ich bin hier mit deiner Mutter zugange. Wir haben mega Spaß. Liebe Grüße. Hm? Knossi. Willst du hier aufs Klo? Geh aufs Klo, wenn du großes Kacke hast. Geh schnell. Digga, der Typ kennt aber halt auch kein Schamgefühl manchmal, ne? Moment, Entschuldigung. Hältst du doch ganz gechillt, Lia? Tut mir leid. Digga, wie, oh, Bruder, das ist schon ein bisschen unangenehm. No Front jetzt, das ist schon unangenehm, Digga. Also ich würde, wenn ich denn nicht die Frau wäre, mir wird das nicht gefallen, Digga. Muss doch nicht jeder wissen, dass ich Dünnpfiff hab, Junge. Mann, das ist echt unangenehm. Geh doch jetzt. Die Frau hat Durchfall, wir müssen zur Apotheke. Lasse, die hat Durchfall. Ich bin beruhigt, wenn die jetzt gerade mal ein paar gute Minuten hat. Digga. Ich kenne ja Knossi, ich weiß ganz genau, wie es gefühlt gelaufen ist. Sie wird zu ihm gesagt haben, ich finde das nicht gut, dass du zu jedem sagst Durchfall. Er sagt, war doch nur Spaß. Ich habe schon öfters versucht, mit Knossi ernste Gespräche zu führen. Aber Bruder, manchmal schwierig. Den Brechdurchfall mit seiner eigenen Strategie bekämpfen. Huch, ey, Mensch, der Kameramann läuft aber gegen jeden Pfosten. Oh, fuck. Oh, Junge. Klipp das mal. Yep, that's me. Das kann nicht sein, dass Helmut eigentlich ein Chat-Trikot anhat. Das kann nicht sein! You wear my Trikot! Hey, was glaubst du? Ich bin Knossi! Knossi. Digga, was für ein Zufall. Sydney trifft Seelenverwandten am Flughafen. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California.
süß, Digga. Woher kannte ich die Piano-Melodie? Die ist doch von Game of Thrones, oder? Sag mal, ist das von einem Film oder was? Chat, aber wichtig ist, dass du in solchen Situationen eine gute Ausrede hast. Wenn du in New York bist und 6 Stunden Zeitverschiebung hast, Jetlag. Wenn ich so streamen würde, Jetlag. Ey, Bro, das war, weil ich da müde war wegen Jetlag und sowas. Das war abends. Hier die Tequila habe ich noch nie kombiniert. Also mehr Geld von Lila geht nicht, Bruder Mike. Welche Comicfigur ist das? War Luigi? Nicht ganz, war Luigi. Mario! Ja! Der Wario ist das wirklich. Original Wario. Komm her. Wie machen wir das nicht mit deinem Freund? Sag, ich höre dir zu. Wie süß der Schluck auf hat, Digga. Weil du nicht bei ihm schläfst? Heute habe ich euch gesehen, seid ihr so rumgegangen. Wie Gangster. Wenn man sauer ist, dann sagt man sowas. Das ist ganz normal. Was ist, wenn jemand zu mir sagt, dicker Mann? Willst du später so groß und stark sein wie ich? Oh mein Gott, dieser Blick. Okay, alles könnte das gehen. Oder der hat mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Planet komme. Nein. Guck mal, wie du aussiehst. Schneid dir deine Haare, Digga. Nein, der arme Digga. Was willst du seine Haare schneiden? Guck mal, dreh dich mal nach da vorne. So, guck mal bitte, wie lang die sind, die Haare. Probier. Und mal gucken gleich, wie ich geschnitten habe, okay? Ich schneide dir wie... Ich war letztens beim Friseur und da wurde einem eineinhalbjährigen die Haare geschnitten. Der hat nur geheult, Digga. Der hatte da gar keinen Bock drauf. Von meinem Kollegen von Mohammed, der Cousin, hat immer gesagt, ich mach schnell. Und dann saß das Kind da, Bruder, jedes Mal, wenn die Maschine angesetzt hat, hat er geheult, Digga. Das ist auch voll oft bei Kindern so. Auch in dem Alter, wo der Butschi hier ist, die haben keinen Bock auf Haare schneiden, Digga. Wie heftig. Bist du nicht wie ich? Hey! Desperado! Er hat dich hochgenommen. Oh Mann, ey. Ich dachte, er will. Alltag in einem. Bruder, Ermann ist auch mal gut. Weißt du, wie ich meine? Ich hab's jetzt mitbekommen. Digga, was ist das? Na, Seniorenresidenz. Heimlich gefilmt. 3 Bewohner für eine Befragung ausgewählt. Der erste ist Marcel Eres. Er leide unter Durchfall und. Da dauere es manchmal etwas lang, bis Hilfe käme. Bruder, das ist auch nicht mehr witzig, Mann. Was uns positiv auffällt, abends spielen die Senioren gemeinsam Gesellschaftsspiele, anstatt allein vor dem Fernseher zu sitzen. Ich hab am Handy... Live während unseres Drehs kommt es sogar zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Du hast verloren gegen Rod. Und gegen mich. Du bist der All-Time-Verlierer heute. Ja, ist so, was denn los? So dicke Töne, Junge. Ja, Bruder, Breitberg, Bruder, da hätte auch ein blindes Horn, coole Huhn besser gespielt. Jimmy, zusammen. Die Diagnose des Arztes. Des Herzinfarkt. 3Max sieht zum ersten Mal eine Katze. Hab ich geleckt? Ja, wenn du ihn deinen Finger hinhältst. Also das macht er bei Leuten, die er mag. Okay. 3Max. Er mag es auch hier unserem Kinn. Oh ja, hier sind auch sehr flauschig die Wangen. Ja. Oh, der hat eine raue Zunge, ja? Das ist klar. Katzen haben wirklich eine sehr raue Zunge, Digga. Ja, wegen... Der leckt das dann. Ja, das ist cool eigentlich. Das ist nett. Damit zeigt er, dass er dich mag. Oh, das ist cool. Der hat super Fell. Flauschig. Was macht ihr mit dem? Wascht ihr den selber? Der leckt deine Hand ab. Der mag dich. Ja, also ich muss sagen, ich muss große Props aussprechen für seine Wangen. Warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Ja, ist free. Okay, warte. Ist was mit Sonne, ne? Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ja. Das zeigt an, wo die Sonne aufgeht oder untergeht. Warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden, wo die Sonne aufgeht? Nein. Wo? Das hat was mit dem Magnet zu tun, mit der Erdkugel. Ist das wieder so eine Idiotenfrage, weil man sie Richtung Norden hält? Okay. Mit dem Erdkern. Okay, also seine Antwort, warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Weil sie magnetisch vom Erdkern angezogen wird. Boah, ich weiß auch nicht. Was würdest du sagen? Das ist der Nordpol, der anzieht, aber ich... Ja, okay. Aber magnetisch war richtig, glaube ich. Was? Erster Mensch auf dem Mond. Das ist ja free. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr. Armstrong. Louis Armstrong. Hätte ich gewusst. Ich hatte ein bisschen Angst, die falsche Antwort zu sagen und nochmal einen Clip zu machen. Deswegen,
Nee, Armstrong, also hatte ich wirklich in meinem Kopf. Könnt ihr jetzt wieder Kappa machen, aber ist mir egal. Aber ich, also hart auf hart hätte ich diese Antwort auch gegeben. The Armstrong. Louis Armstrong, ist das nicht ein Radfahrer? Das ist sein Bruder. Nee. Sein Bruder. Aber ich sag euch ehrlich, ist das einer meiner absoluten Lieblingsclips von mir, Digga. Den finde ich irgendwie immer, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fühle ich ihn einfach, Digga. Flaggenraten mit Monte. Machen wir Flaggenraten. Also peinlicher als Trimax kann es ja nicht werden, weißt du? Brasilien. Doch da hat er sich getäuscht, es kann sehr wohl peinlicher werden. Let's go. Müsste Dänemark sein. Nope. Ja, glaube, das ist Schottland. No. Ach, Schwanz, Alter. Kroatien, jalla. Elfenbein, Christus. Das ist ja wohl offensichtlich, das ist natürlich Spanien. Digga, das Video wäre zu Ende, der Wichser. Uruguay müsste das sein. Nope. Thailand, ach Digga. Was ist das denn für ein Mandala? Das sieht aus wie eine Weihnachtsdeko. Ich gehe mal mit Griechenland. Komm, wenn ich drauf will. Brasilien. Das ist Malta. Oh, guck mal da rechts. Das weiß man natürlich. Malta. Eine Casino-Hochburg. Da sehe ich mich drin. Tunesien. Nope. Ach, Bruder, da muss ich aber ganz nicht los. ich weiß jetzt immer nur Japan, oder? Das muss dann Korea sein. Na gut, jetzt habe ich es gesehen. Guck, der Lerneffekt war da, Bruder. Ach, Japan, Korea ist doch die gleiche Ecke. Dicht dran. Ist doch alles das gleiche, Bruder. Ich sag Tunesien. Nope. Ägypten, ach, das ist doch alles die gleiche Ecke. Hatten wir Tschechien schon? Serbien, ja, ist ja auch die Ecke. Ich würde auch sagen, da irgendwo ein... Ach, wo war das denn nochmal, Bruder? Afrika-Bereich. War das Elfenbeinküste? Bruder, ich hab's nicht genannt. Elfenbeinküste? Ungarn, ja. Ja, Bruder. Ist ja dicht gewesen. Das war Elfenbeinküste. Das müsste Irland sein. Gut, Irland war richtig. Stopp. Ja, Bruder. Ja, ich halt einfach mein Maul, Digga. Elfenbeinküste sieht ähnlich aus. Seht ihr? Ja, okay, aber da ist dann der Lerneffekt, oder? Hart auf hart die gleichen Farben. 2 seconds later. Das ist jetzt, glaube ich, ist das nicht jetzt Elfenbeinküste? Ach, in. Oder war ich da wirklich so schlimm? Ich hab's schon wieder verdrängt. Ist es wirklich Alzheimer? Hä? Starting Marvin. So. Wie lief Flaggenraten bei euch? Gut, Doc. Bisschen Pullen war ein bisschen. Musst schwer. Du auch mal machen, Digga. Ich schwör's dir, da ist so, also eine richtig harte Stufe, das ist geisteskrank. Gut, dass du meine Videos verfolgst, Digga. Danke dir dafür.